Das MDR Kultur Kalenderblatt. Eine ihrer spektakulärsten Vorführungen war der sogenannte Doppelabsturz. Sie sprang aus ihrem Ballon, ein Fallschirm ging auf, doch sie kappte dessen Leinen, entsetzte Aufschrei im Publikum und dann erst bremste ein zweiter Schirm ihren Fall. Käthe Paulus war eine Sensation im Kaiserreich um 1900, die erste deutsche Berufsluftschifferin, eine Pionierin der Luftfahrt. Vor 85 Jahren starb Käthe Paulus am 26. Juli 1935. Das Kalenderblatt von Sven Hecker, gesprochen von Conny Wolter. Sie ist die erste Deutsche, die aus allen Wolken fällt, und das rund 150 Mal. Im Fallschirm, den sie selbst entscheidend verbessert. Käthe Paulus ist eine Pionierin der Lüfte. Eine Frau, die es ganz nach oben schafft, trotz Widerständen und Schicksalsschlägen. Geboren wird Paulus 1868 in Hessen, nahe Offenbach. Ihr Vater ist Tagelöhner, arbeitet mal als Schmied, mal als Maschinenheizer. Sie selbst lernt den Beruf einer Schneiderin. Nichts deutet zunächst auf ihre zukünftige Himmelsstürmerei hin. Nicht einmal Schlittschuh laufen durfte ich. Meine Mutter hielt das für unnötig und gefährlich. Und wenn ich auf die Bäume geklettert bin, hatte ich Angst beim Runtersteigen. An Luftschifffahrt habe ich nie gedacht. Das ändert sich, als Käthe mit Anfang 20 den Ballonfahrer Hermann Lattermann kennenlernt. Sie begeistert sich für ihn und seine Kunst. Die beiden werden ein Paar in der Luft und auf der Erde. Die erste eigene Ballonfahrt von Käthe Paulus 1893 verläuft dramatisch. Sie landet schließlich mit ein paar Schrammen im Hopfenfeld. Ein Jahr später aber ist das Glück schon aufgebraucht. Lattermann will ein riskantes Experiment wagen. Nach gemeinsamem Aufstieg soll Käthe abspringen mit einem herkömmlichen Fallschirm. Er hingegen will den Ballon zum Fallschirm umfunktionieren. Doch das geht schief. Paulus muss hilflos am Fallschirm hängen zusehen, wie ihr Geliebter in die Tiefe stürzt. Ich schreie, kann aber nichts tun. Alles ist dumpf. Als ich lande, haben sie ihn schon tot in einer Straße gefunden. Ein weiterer Schicksalsschlag nur wenige Monate später. Willi Herrmann, der gemeinsame Sohn von Lattermann und Käthe, stirbt an Diphtherie. Paulus will nie wieder aufsteigen, nie wieder. Doch aus ganz Deutschland trudeln tröstende und aufmunternde Briefe ein. Schließlich korrigiert sie ihre Entscheidung. Paulus kauft neue Ballons und tourt erfolgreich durch Europa. Als Luftakrobatin Miss Polly, im Matrosenanzug und Pluderhosen, dazu enge Lackgamaschen und schwarze Schnürstiefel. Eine Sensation. Sie zieht bei ihren Auftritten tausende Menschen an. Zu einer Zeit, als es weder Flugzeuge gibt, noch allzu viele Frauen die Hosen tragen, gar irgendein Fahrzeug steuern, schon gar nicht weit über der Erde. Ein Erlebnis, das Käthe Paulus selbst immer wieder fasziniert. Die Luft ist ganz rein und diese Stille. Ganz fern klingt die Welt von da unten zu mir herauf. Über mir und meinem zerbrechlichen Fahrzeug breitet sich der blaue Äther in seiner ganzen Unvergänglichkeit und Herrlichkeit aus. Immer wieder befasst sich Paulus mit der Verbesserung ihrer Fallschirme. Das Ergebnis präsentiert sie 1914, der bis heute übliche faltbare Paketfallschirm. Im Ersten Weltkrieg stellt sie, die gelernte Schneiderin, zusammen mit Heimarbeiterinnen, rund 7000 Stück davon her. Nach Kriegsende wird es ruhig um Käthe Paulus. Durch Krise und Inflation verliert sie ihr Vermögen aus der Zeit ihrer Ballonkarriere, ihr Ruhm verblasst. Als sie im Juli 1935 stirbt, da sollen nur wenige Trauergäste anwesend gewesen sein.